Stellvertretend für die 6.200 Schüler an 110 Schulen des Landes übergab Till Backhaus den 21 Erstklässlern der Evangelischen Schule St. Marien vor dem Biomarkt in Neubrandenburg die Bio-Brotboxen. Das Wichtigste, was wir auf unserem Planeten haben, sind unsere Kinder. Und dafür ist die Bio-Brotbox wirklich ein gutes Beispiel. Seit 11 Jahren machen wir zusammen mit der Wirtschaft, mit den kleinen und mittelständischen Bio-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, bringen wir in die ersten Klassen diese Brotbox. Für Michael Kruse, den Inhaber des Biomarkts in Neubrandenburg, eine Selbstverständlichkeit, dieses Projekt zu unterstützen. Seit ich den Laden habe, 2009, sind wir eigentlich aktiv und machen da mit, weil es für mich vom Grundsatz her so ist, wo fangen wir an, was zu verändern und ich sag mal auch den Menschen ein Stück weit eine Idee mitzugeben, was ist bewusste Ernährung und da diese Punkt bei den Kindern einen kleinen Impuls zu setzen. Das ist die Idee von der Bio-Brotbox, die finde ich gut, davon bin ich begeistert, deswegen machen wir mit. Die Aktion ist eine von 80 Bio-Brotboxen-Initiativen bundesweit. Der Träger in Mecklenburg-Vorpommern ist der landesweite Bio-Unternehmerverband Ländlich Fein e.V.